Herzlich willkommen zurück bei Let's Race mit Zartstrumpel. Silbernitrat. Da, 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 da. Mad-Eye! Wir können ja so ein, so alle zu dritt dann Mad-Eye sagen. Immer. Okay. Aber herzlich willkommen. Da, 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 da. Mad-Eye! Ah ja, ich brauche, man muss mich mal ein bisschen pushen. Ja, genau. So, ich werf noch meine Münze ein. Krieg. Swarm Attack slow you down less. Das ist Start auch ganz nett. Start ist Ice next. Swarm Attacks sind diese Wespen, die dann irgendwie am Anfang vom... Oh, die sind so blöd, ey. Aber das ist eine schöne Karte hier. Die gefällt. Rolling Start. Scheiße. Erinnert mich so ein bisschen an Prince of Persia auch. Ich hätte auch mal ein Thema für wann anders, was wir uns ein andermal vielleicht ausdenken. Déjà-vu vielleicht. Déjà-vu, wir können das auch jetzt nehmen, wenn du mal. Nehmen wir das. Weil mir kommen die Karten alle bekannt vor. Und deshalb denke ich die ganze Zeit, ich hätte ein Déjà-vu. Ja, Déjà-vu sind, wie war das noch? Risse in der Matrix oder wie war das? Mhm, bei Matrix, kommt. Ja. Aber ihr müsst mir jetzt. Silbernitrat! Bist du hinter mir oder was? Mhm. Kannst du schön bleiben hinter mir. Nix, vergiss es, hab dich nicht getroffen. Hab dich auch gar nicht beschossen. Achso, dann war das jemand anders. Kam gerade was zu mir an. So. Schade ist, dass ich gar nicht höre, wenn so eine Rakete auf mich fliegt oder so ein Eis. So ein Piep, 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 drrrr, bam. So wie bei Battlefield. Bei Battlefield oder bei Skydrift ja auch. Stimmt. Unserem Lieblingsspiel. Tatsächlich gibt's von diesen ganzen Racing-Games, ich weiß nicht, was. Wir haben jetzt einige Racing-Games schon gespielt. Was würdest du sagen, ist so dein Favorit? Also meiner ist Sonic tatsächlich. Echt? Sonic finde ich eigentlich auch sehr geil. Das ist eigentlich, ich meine, das ist ja voll der Mario-Klon, aber macht ja nichts. Welcher Sonic? Ja, gut geklont ist ja auch halb gewonnen. Irgendwie. Wo bin ich denn da reingefahren? Ist das nicht, irgendwie, inzwischen. Irgendwie hab ich das Gefühl, ich meine, das eine ist Sega, das andere ist Nintendo, aber irgendwie werden die inzwischen beide von Nintendo vertrieben oder bin ich da falsch? Weil auf der Wii U, was wir auf der Gamescom gespielt haben, war doch auch. War doch Sonic auch dabei. War das Sonic dabei? Ja, wir haben bei Nintendo auch Sonic gespielt. Ja, wo denn? Wann denn? Als wir da in dem bei Nintendo in der weißen Box waren. Ja, aber da haben wir doch Wii U Party immer gespielt. Genau, aber da zur Auswahl stand neben Mario noch weitere Spiele und eins davon war auch Sonic. Oh. Da bin ich jetzt zu wenig informiert drüber, ob jetzt Nintendo Sonic aufgekauft hat oder so. Sonic gibt es auf jeden Fall schon ultra lange. Stimmt, aber Mario ja auch. Sonic hat irgendwie so mehr Adventures durchgemacht, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist bei Mario nicht so viel passiert. War das nicht früher auch ein Jump and Run, Sonic? Ja, ne? Ja. Ja, aber so ein ganz schnelles, was man auch zu zweit spielen könnte. Sonic the Hedgehog. Das war super, hat mir gut gefallen. Ja, kann man es zu zweit spielen? Ja, man konnte das immer zu zweit spielen. Einer oben, ein Splitscreen-Modus war das. Ah, okay. Ich hatte ja mal, apropos Thema, habe ich mal mit Double Dragon Déjà-vu gehabt, weil ich das früher mal gesuchtet habe. Double Dragon. Auf dem Super Nintendo, glaube ich, war das. Das war doch auch so ein Beat'em-up. Ja, genau. Ja, aber ich glaube, Déjà-vu ist gar nicht das Thema, was uns jetzt eine Folge lang in Atem halten kann. Oder weißt du jetzt noch mehr? Nee, mach ruhig dein Thema mal. Also, wir hatten ja das Thema erste Liebe. Die erste Liebe. Ja, dann lass uns doch über Déjà-vu reden, bitte. Vielleicht ist ja deine erste Liebe auch ein Déjà-vu gewesen und war gar keine erste Liebe oder so. Vielleicht. Ein Riss in der Matrix. Oh ja. Irgendwie ist das langweilig. Ich werde jetzt mal ein bisschen langsamer fahren. Fliegen. Ach nee, das geht ja gar nicht. Da ist schon das Ziel. Hm. Na gut. Was? Ich ja noch von allem erledigt. Ich bin so weit vorne gewesen, aber ich glaube, das hängt immer damit zusammen, dass wenn man irgendwann mal sich abgesetzt hat, dann bekämpfen sich natürlich die anderen irgendwie hinten und slowen sich immer gegenseitig. Oh, hier, guck mal. Keinen mehr kassiert. Scheiße. 4 Sekunden.
vor allen anderen. Vor aber der Simulator war Zweiter immerhin. Ja, klar. Die erste Frage, um welches Alter reden wir bei denn? Bei mir waren es die erste wirkliche Liebe. Puh. Muss so mit 12 oder 13 gewesen sein. Also wo man wirklich sagen kann, das ist eine Freundin gewesen, mit der habe ich geknutscht. Achso. Mit Zunge oder ohne? Ja, so mit, also ich sag mal nicht Zunge gegen Zunge, aber Zunge gegen Lippen. Sie hat den Mund zugehalten. So halt. Das war eine Vergewaltigung oder was? Nein, das natürlich nicht. Nee, das war immer so, ja, ich glaube, man hat sich auch so, aber es war sehr, sehr romantisch, weil wir haben es, wir hatten bei uns so einen Baggersee, so eine Kiesgrube im Endeffekt. Und da sind wir häufig drum gegangen mit einem Köter von einem anderen. Der hat den Hund und mit dem sind wir da häufig mal durch, mit dem Köter sind wir da spazieren gegangen. Und sie hat mich dann immer abgeholt irgendwie und dann sind wir da irgendwie, haben unsere Runde gedreht und irgendwann hat es auch mal geregnet und so weiter und da haben wir dann angefangen im Regen zu knutschen und der Köter hatte glaube ich Langeweile, aber das war uns egal. War es ja beinahe romantisch. Ja, es war richtig romantisch. Vor allem auch ein sehr erotischer Kuss, muss ich sagen, den ich bis heute in Erinnerung habe. Der hat mich nachträglich beeindruckt. Das ist ja schön. Ja. Leider ist dann diese Liebe irgendwann auseinandergegangen. Weil wir nicht auf derselben Schule waren. Damals ist das ja so irgendwie, also wir waren zwar in derselben wir waren nicht in derselben Klasse, wir waren in derselben, im selben, wie sagt man denn da so? Wohnblock. Ah. In derselben Siedlung. Und das führte dann dazu, dass wir halt irgendwie oft gespielt haben. Aber wir haben nicht wirklich zusammen, sind wir nicht in die Schule gegangen. Und dadurch hat sich das irgendwann dann so ein bisschen leider auseinandergelebt gehabt. Aber ich habe eine wunderbare Erinnerung an sie. Das ist toll, finde ich. Ja. Also ich weiß noch, dass ich in der Grundschule war ich auf jeden Fall mal verliebt in ein Mädchen und der habe ich das auch gesagt irgendwann. Also mit der war ich auch befreundet. Also wir hatten da schon noch ein paar, haben uns auch immer zum Spielen getroffen. Ja. Der habe ich dann immer mal gesagt, dass ich in sie verliebt wäre. Und dann hat sie nie wieder mit mir gesprochen. Wow. Oh. Da war die wahrscheinlich emotional überfordert. Ja, aber das war relativ hart. Ja, seitdem sage ich keiner Frau mehr, dass ich sie liebe. Was? Nein, Quatsch. Aber solche Erfahrungen muss ich auch machen. Also ich glaube, die musste jeder mal machen. Und es ist so schade, weil eigentlich, wenn jemand sagt, ich liebe dich, dann ist das ja eigentlich was total Cooles und total Schönes. Aber in dem Alter ist es oft so, dass man damit irgendwie nicht so richtig umgehen kann. Anfangen kann. Ja. Nein. Das ist so viel. Weil soll man auch wissen, was das so wirklich jetzt bedeutet. Dass es auch erstmal nichts Schlimmes ist, sondern einfach, dass man sich mag. Genau. Also ich meine, ich glaube, ich hatte davor schon auch Freundinnen, aber irgendwie ist mir das als erste Liebe, also als wirklich, wo man sagt, so, da bin ich mal verknallt gewesen. Das ist mir noch so in Erinnerung. Das andere war, ich weiß auch nicht, aber man hatte halt Freundinnen, weil alle Freundinnen hatten. Irgendwie. Ja. Echt, ist das so? Ich bin mit einem Kumpel musste ich mit dem Fahrrad ins Nachbardorf fahren, weil da seine Freundin angeblich wohnte, seine erste Liebe. Was heißt angeblich? Weil ich die nie zu Gesicht bekommen habe. Du warst seine erste Freundin, mein Lieber, und du hast es nie gemerkt. Oh, shit. Meine ganze Kid. Oh, Alter, was ist denn hier mit diesen Zombies eigentlich los? Ich bin Platz 8. Ich dachte, du bist schon vor mir. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Nee, leider nicht. Ich wurde so ein paar Mal böse erwischt. Aber der Level ist geil. Was hat denn der Medal? Was hast du da für eine Stern. Was ist das? Das ist dein Stern gewesen? Das ist ein Stern gewesen, ja, genau. Ein Stern, der deinen Namen trägt, oder? Ah, ey! Wenn du so ein bisschen weiter zwischen den anderen bist, du wirst so oft abgeschossen, das ist der absolute Hammer. Gerade eben erster und jetzt... Warum ziehen die alle an mir vorbei? Die sind nicht schnell, eigentlich. Ja, boosten! Ah, der Level gefällt mir sehr gut, finde ich. Das ist übrigens, ist das ja House of the Dead-Anspielung, ne? Ist es so? Ja.
House of the Dead war auch eigentlich ein sehr witziges Konsolending. Oh, jetzt die fucking Bienen, ich hasse sie. Oh, Mad-Eye, da hast du Glück gehabt. Ich hab zweimal dran dir vorbeigeschossen. Ja! Jetzt bin ich auch an dir vorbei. Ich weiß gar nicht, ich hatte verstreut so erste Lieben, wo ich nicht weiß, wäre das die erste Liebe schon gewesen oder nicht? Ich war in der Grundschule auf jeden Fall auch mal verknallt. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass die erste Frau, in die ich wirklich verknallt war, war eine Stimme. Und zwar... Ja! Stimmt! Eine Stimme. Die Sängerin von Moonshadow. Ich habe mir die total erotisch vorgestellt. Habe ich die irgendwann in Real gesehen. Also hatte ich irgendwie 8 oder so war ich so. Und war total verknallt in die Stimme. Und dann habe ich die, glaube ich, mit, ich weiß nicht, 17 oder so irgendwann mal in Real gesehen. Und hatte aber immer noch diese Vorstellung von damals halt. Und das war dann auch hart. Aber das mussten wir leider auch immer wieder. Ich hab mich dich ganz anders vorgestellt. Hab ja, das stimmt. In den Kommentaren gelesen. Das stimmt, ja. Da hast du recht. Simon Nitrat. Was denn? Bin weg. Wie weg? Ich bin an dir vorbeigefahren gerade. Fucker. Ich habe ja auf der Fahrt von Köln nach Berlin habe ich ja nochmal Tom Sawyer mir komplett angehört von Mark Twain. Ja. Und da geht's auch um die erste Liebe. Es ist schon süß, wie die sich an einem Tag quasi verloben und dann gleich wieder scheiden lassen. Und dann wird das, total geil, wird das tatsächlich am Ende doch noch so eine richtige Liebesbeziehung. Herrlich. Der Punkt geht trotzdem an mich übrigens. Wer Vierter bin ich denn geworden? 7. Das ist für meine Verhältnisse nicht so schlecht. Wird gerade nochmal am Ende nochmal so brutal von allen bearbeitet. Ja, ja, das ist echt übel. Aber so macht es eigentlich genau Spaß. Ja, also. Absolut. Das ist eigentlich super. Naja, also ich muss sagen, die erste Liebe hat sowas unschuldig Schönes irgendwie, also zumindest bei mir. Ich meine, die erste Liebe für andere Leute war vielleicht nicht, beruhte nicht auf Gegenseitigkeit, aber bei mir war das echt eine ganz schöne Erfahrung, muss ich sagen. Das wird so das erste einschneidende Erlebnis. Weißt du den Namen denn noch? Oder willst du den lieber nicht sagen? Nee, ich muss jetzt gerade nachdenken. Oh. Sarah. Oh. Sarah hieß sie, ja. Ich weiß sogar noch den Nachnamen, aber den sage ich jetzt nicht. Nee, den brauchst du auch nicht sagen. Sie hatte sehr viele Sommersprossen und schwarzes, sehr verwuscheltes, lockiges Haar, was ich super fand damals. Das hört sich aber auch gut an. Kannst du hier zu TKKG oder so... So stelle ich mir Ellie Jamison vor, ein bisschen. Ellie Jamison? Ja, Jamison. Vielleicht. Ja. Aber die ist halt nicht von TKKG, oder? Nee, die ist von 3 Fragezeichen. Ja, eben. Obwohl, die Stelle habe ich mir immer anders vorgestellt. Oder 5 Freunde, von 5 Freunden hier, Georgie oder so. Georgie, ja genau, Georgie eher. Aber die hatte noch längeres verwuscheltes Haar. Hier übrigens, seht ihr links, jetzt spielen wir Golden Axe Level. Cool. Ich finde es echt geil. Nett, dass sie hier so die ganzen alten Computerspiele, die Retro-Spiele nochmal so ein bisschen reingezogen haben. Ach ey. Ah. Ich krieg Eis. Haben die es nicht neu aufgelegt? Yeah! Golden Axe? Bitte was? Haben die es nicht neu aufgelegt gehabt irgendwie? Golden nee, nicht Axe? Golden Axe, sondern Castlevania. Das war doch hier Iron Maiden. Run to the hills. Run to for your life. For your life. Oh, jetzt fliegt man schon. Alter, der Mäder ist gut drauf. Hier ist ein Dinosaurier. Wie geil ist das denn? Alter. Juhu. Der hat sogar einen Goodie gefressen. Gefressen? Ja, der hatte was im Maul. Da konnte man was abholen. Uhu. So. Du bist nur direkt vor mir. Der Silbernitrat hat noch nicht so richtig erzählt, finde ich. Ja. Ich habe doch erzählt, die Liebe aus der Grundschule. Ja, aber gibt's da nicht noch irgendwie eine heiße Story zu? Erster Rumpel ja, die war doch relativ traurig. Ist sie schnell beendet geworden. Weil sie nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. Ach so. Ja, aber dabei waren wir ja sehr gut befreundet. Also wir haben ja wirklich... Aber hast du dann nie mehr mit der gesprochen? Also nie wieder, in deinem ganzen Leben nicht mehr? Auch nicht später mal irgendwie? Nee. Das ist ja echt traurig, das ist ja tragisch, weil du solltest fast
die Nummer mal raussuchen und da mal anrufen. Jetzt. Ah, das ist so ein bisschen. Hattet ihr da schon mal das Bedürfnis? Komm, das nehmen wir auf und machen da total den Psychostress draus. Nee, wir nehmen das aber hattet ihr das Bedürfnis tatsächlich schon mal eine Ex-Freundin anzurufen, in die man wirklich nicht mehr verliebt ist oder aus Nostalgie? Nee. Machen das Leute mal, kurz vor der Heirat immer? Ja, vielleicht gibt's da welche. Bei How I Met Your Mother, glaube ich. Ah, oder? Silbernitrat. Ja. Was denn? Verdammter Nervtöter. Lass doch mal machen. Ja. Lass mich doch mal fliegen. So, pass auf, Silbernitrat. Pam! Ich hatte sogar noch den richtigen Konter, habe ihn nur vergessen zu starten. Was wäre denn da der Konter gewesen? Ja, diese Handschuhe drin. Ach so. Nee, das wäre da nicht von Vorteil gewesen. Wäre von Vorteil gewesen. Nee, weil das war der Homing-Messe. Nee, war es nicht. Nee? Wie hieß er denn noch? Der Schnellmacht-Ding, was dann explodiert. Schnellmacht-Ding? Ja, Hot Rod war das. Da explodiert man. Ja, wenn du nochmal drückst beim Hot Rod, dann Dann die im Maul. Aua. Bam! Ich hab dich, glaube ich, getroffen, ne? Mich? Nee, ja. Nicht? Dann war das jemand anders. Hat jetzt jemand anders abbekommen. Oh, mich hat jetzt einer gekriegt. Er war vielleicht ähnlich schnell wie ich. Dann hast du gedacht. Ja. Das wäre ich gewesen. Ah, diese Reverse-Hits kann man ja auch machen. Das ist eigentlich ganz aber cool. Das erste wie Mal. Wie geht denn der Reverse-Hit? Einfach nach hinten drücken und dann schießen. Ah, ich habe aber versagt schon wieder. Das erste Mal geknutscht habe ich aber viel später. Viel später. Auch mit einer Frau, mit der dann gar nichts mehr gegangen ist. Wie, also danach dann gar nichts mehr? Dann hast du irgendwie falsch geknutscht. Nee. Aber ich hatte mal einmal eine Freundin, das war echt auch krass. Die, mit der habe ich geknutscht und danach musste ich sie leider verlassen, weil das ging gar nicht. Oh, krass. Ah, das war eher ein Kampf oder eine Invasion als Knutschen, muss ich sagen. Prügelei mit nassem Handtuch. Ja, sehr gute Beschreibung, ja. Sehr gute Beschreibung, das trifft's auf den Punkt, ey. Das war echt übel. Tja, das passiert halt auch, aber da weißt du, man lernt ja immer weiter. Sagt mir mal eure Positionen, bitte. Zehnter. Du kannst ja raten. Erster? Ja. Boah. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz. Ich habe den Eindruck, ich fahre nicht so scheiße und trotzdem nicht letzter. Ja, das ist halt dieses Sliden, ne? Wenn du nicht slidest, dann... Fucking shit hier. Yes, der Silbernitrat hat verkackt. Jetzt habe ich verkackt. Und jetzt habe ich ihn überholt. So schnell kann es gehen. Doch, ich slide ja. Ah, why? Oh, das ist so scheiße. Ah, das war meine! Jawoll! First place! Oh, jetzt stürzt hier alles ein. Ah, jetzt fliegen wir weiter. Cool. Stehe ich gar nicht. Das verstehst du nicht. Warum ihr euch da vorne rumdrückt und nicht so weit hinten? Oh, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Muss ich nur noch hier so das letzte bisschen, das letzte Stück noch aushalten, ausharren. Ich find die Sounds geil. Ja. Ja, nee. Oh nein. Ich dreh durch. Hier, was ist das für eine Scheiße? Ich muss auch sagen, nach dieser ersten Liebe gab es auch lange Zeit wirklich erstmal nichts, was da rankam. Oh. Muss ich gestehen. Oh Gott. Nein! Jetzt hab ich mal gerade einen kassiert. Alter Scheiß Fick Dreck. Mann! I love this game. Hab ich schon mal gesagt. Ja. Uha. Yes! First place! Finished! Second place! Oh, da warst du aber echt nah hinter mir, muss ich sagen. Mm-hmm. Ich hatte noch einen Schuss, aber hat nicht gereicht. Ah, the big love. Ich würde sie ja gerne nochmal treffen.
Ja, ich glaube, das wäre relativ crazy, weil das halt dann doch, wenn man dann doch ganz anders ist. Ich meine, nur mit 10, 12 Jahren sieht man auch noch ganz anders aus und ist man noch ganz anders drauf. Wahrscheinlich würde man sich gar nicht mehr verstehen. Ja. Glaube ich mal. Oder? Ich weiß es nicht, aber es wäre irgendwie witzig, ihr zu sagen, ey, damals, ja, ich war so verknallt in dich und ich war so enttäuscht, dass du nie wieder mit mir geredet hast. Und sie würde sagen, Alter, siehst du gut aus, verdammte Scheiße. Du hast Geld, bist selbstständig und und ich habe 10 Kinder. Genau. Und ich bin fett und und hab nichts erreicht in meinem Leben. Ja, warte mal, was soll ich denn jetzt hier? Nein. So. Ja, jetzt. Denn Ralph, den spielst du gar nicht mehr, ne? Nee, ich bin jetzt momentan so ein bisschen auf dem Shadow, weil ich den ganz cool finde. Aber ich könnte auch mal den Römer spielen, den Willemus. Ja, mach mal, ein Ding ist geil. Runde. Der hat so eine Phalanx, glaube ich, so heißt das. So ein Schild. Aber die sich dann um den drumherum bauen. Aber das ist geil. Das ist bei dem Sonic so dann, oder was? Nein, bei dem Römer. Aber wie, also wir haben doch alle die gleichen Fähigkeiten. Der Römer hatte das offenbar als Special. Aber wie? Ich spiel jetzt mal eine Ralph. Aber wir nähern uns dem Ende dieser Runde. Wie lange haben wir denn jetzt schon aufgenommen? 21 Minuten. Oh, dann sind wir jetzt tatsächlich durch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Race. Schreibt uns in die Kommentare über eure erste Liebe, wenn ihr die schon hattet. Und ob sie glücklich verlaufen ist, ob sie nicht glücklich verlaufen ist. Und eigentlich hätte ich da noch einen lustigen so eine lustige Seitengeschichte von der Gamescom. Schieß los. Naja, ich weiß nicht, ob es die erste Liebe war, aber ich habe welche von der Community getroffen und die kannten sich vorher nicht. Ich bin mit denen ein bisschen über die Gamescom gerannt und auf Facebook schrieb man mir dann hinterher entsprechende Zeilen, dass sie jetzt ein Pärchen wären. Ah, das ist the big love. Ich glaube, ja, aus der Community ist das schon öfter passiert tatsächlich. Ich weiß auch von mindestens zwei anderen Pärchen, die über diese Community irgendwie zusammengefunden haben. Und das ist natürlich, das freut natürlich extrem. Ja, finde ich auch super. Ja. Genau. Jo, das war's von mir. Tschö. Bis dahin. Liebt euch. Bis dann. Das ist ein Befehl. Verdammte Scheiße. Tschö. Tschüss.